So, habe meine Uhr was anderes sagt. Ich glaube, es ist so halbwegs Punkt, stimmt das? Die Uhr da hinten sieht auch nicht ganz. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. 59. Ich glaube, wir starten einfach. Ja, willkommen. Mein Name ist Florian Santen. Ich mache einen Vortrag zum Thema Blender, Blender 3D. Das passt ganz gut auf die Linux-Tage, auch wenn Blender selber mit Linux zu tun hat, aber halt freie Software ist. Freie Software im Sinne von Open Source. Und Blender ist das Betriebssystem auch egal. Funktioniert unter Windows, unter Mac und unter Linux. Ich habe schon mehrere Vorträge in Graz gehalten zum Thema Blender. Ich habe beruflich da zwar nichts damit zu tun, ich mache IT-Consulting, also Softwareentwicklung, hauptsächlich Anforderungsmanagement. Aber kenne Blender seit vielen Jahren, verwende es hobbymäßig, habe in Graz auch die Blender User Group gegründet. Also wenn wer nachhaltig Interesse am Thema hat, sollte vielleicht auch zu den Blender Users mal schauen. Wir treffen uns einmal im Monat im Spektral, also den zweiten Dienstag im Monat gibt es die Blender User Group. Ja, und ich möchte heute mit dem Vortrag Softwarepaket Blender ein bisschen vorstellen. Mache ein bisschen einen Rundumschlag, wir werden uns neue Features anschauen, aktuelle Entwicklungen und zum Schluss entweder so eine Art Demo anhand einiger Beispiele oder halt so ein Quick-Intro angehen zum ganzen Thema. Ja, fangen wir an. Vielleicht mit einer Umfrage, wer hat schon mehr als 10 Stunden mit Blender verbracht? Jo, sehr cool. Für wen ist Blender komplett neu? Auch einige. Und wer ist so richtiger Profi im Blender? So richtig? Keine Hände? Okay. Schauen wir vielleicht mal an, was das Ding überhaupt ist. Vor ein paar Jahren war es so, dass ich gesagt habe, Blender ist ein 3D-Modeller. Man kann damit 3D-Objekte modellieren. Blender ist allerdings im Umfang so unglaublich angewachsen, dass das in der Form eigentlich gar nicht mehr stimmt. So ein klassisches 3D-Modellieren geht natürlich noch, ist nach wie vor auch Kern im Software-Paket, aber von den Funktionen ist so viel dazugekommen, was über das hinausgeht. Also abgesehen davon, dass eine Game Engine drinnen ist, eine kleine Spiele-Engine, die jetzt nicht kein Unity ersetzen soll, aber man kann mit relativ wenig Aufwand interaktive Dinge machen und diese Spiele dann auch verteilen und den Leuten zur Verfügung stellen. Es sind eben Partikelsysteme drinnen, das heißt man kann sag mal, Millionen oder Hunderttausende von kleinen Punkten automatisiert erstellen, die dann dazu verwendet werden, eben Haare oder Fell zu simulieren. Oder wenn man eine Wiese zeichnen will, ist es auch so, dass man die Grashalme, die entstehen, eben über so ein Partikelsystem entstehen lassen kann. Genauso kann man das Partikelsystem verwenden, um Rauch oder Feuer zu simulieren. Des Weiteren ist ein ziemlich großes Paket im Blender oder ein Funktionsbereich im Blender die Videobearbeitung. Man kann bestehende Videos, das muss jetzt dreidimensionale sein, das können normale Videoaufnahmen sein, nachbearbeiten in dem Sinn, dass man vernünftig schneiden kann. Man kann Übergänge zwischen verschiedenen Videos machen. Man kann Color Compositing, das heißt die Farbnachbearbeitung in den Videos machen. Man kann Effekte drüberlegen. Das geht so weit, dass man auch Motion Capturing mit den Videos machen kann. Sprich, wenn man ein Video hat, das in der Seitwärtsbewegung aufgenommen hat, quasi ein Video, das in der Form einer Seitwärtsbewegung drin hat, dann hat Blender als Softwarefunktion drinnen, die 3D-Informationen, die in diesem Video enthalten sind, quasi wieder herausrechnen kann. Und man das dazu verwenden kann, dass man dann zum Beispiel selbst modellierte Objekte in dieses Video hineinstellen kann. Und obwohl das Video abspielt und sich das irgendwie alles verändert, stehen diese Objekte dann fix an einer Position dort, wo sie hingehören. Also klassische Aufgaben, wie man es halt, wenn man halbwegs vernünftigen Science-Fiction-Film oder mittlerweile ist ja nicht nur Science-Fiction, ist ja fast in jedem Film also Visual Effects enthalten. Auch das lässt sich damit machen. Es hat eine fantastische 3D-Sound-Engine mit drinnen, inklusive Doppler-Effekt und allem, was man sich wünschen kann. Also
Also man kann auch Animationen erstellen, wo ein Auto auf einen zurast und man hört wirklich, dass sich da die Lage des, oder die Höhe des Motors, des Klangs vom Motor verändert und hört ihn quasi rechts oder links vorbeitauschen, weil im Stereo nicht funktioniert. Die Funktionen, die in letzter Zeit hinzugekommen sind, haben auch ganz viel mit 2D-Animation zu tun oder Pseudo-3D. Werden wir uns dann vielleicht ein bisschen anschauen. Zusätzlich gibt es Funktionen, die man natürlich zum 3D-Modellieren verwenden kann. Das nennt sich Sculpting. Da arbeitet man mit den 3D-Objekten so, dass man eigentlich wie mit Ton arbeiten kann. Man kann quasi angreifen, ziehen, kann Objekte verformen. Ist ideal für organische Modelle. Ja, und natürlich gibt es auch noch die Scripting-Möglichkeiten. Für Softwareentwickler mag das ganz spannend sein. Die gesamte Oberfläche im Blender ist zum Beispiel in Python geschrieben und man hat Zugang auf alle Methoden, die da im Hintergrund liegen und kann sich, wenn man möchte, damit relativ komplexe Visualisierungen schreiben, generieren und verwenden. Das Ganze ist eben Open Source, läuft unter mehreren Plattformen und ist für jedermann verwendbar. Ich finde, dass Blender ein bisschen ein unterbewertetes Paket ist, weil Visualisierungsbedarf, der Mensch ist ein visuelles Wesen. Also der Bedarf danach zu irgendwelchen Themen Bilder zu machen, ist ganz groß. Und ich glaube, es zahlt sich wirklich aus, sich mit so einem Paket zu beschäftigen. Blender ist unglaublich mächtig, was die Inhalte betrifft. Und wenn man Dinge in Blender kann, kann man auch sehr leicht auf andere 3D-Pakete umsteigen. Ich habe die wichtigsten Links einfach mal zusammengefasst. Falls ihr das von dir anschauen möchte, die Präsentation ist unter der URL erreicht. Der Name ist ein Programm, Blender. Die Ursprungsidee war einfach, wir blenden mit den Bildern die Menschen. Also die Wirklichkeit ist oft komplizierter, aber Blender versucht Werkzeuge zusammenzustellen, mit denen man halt die Illusion erzeugen kann, dass etwas so aussieht, wie man dann im Endeffekt ein Bild generiert. Und ganz lange Zeit war es auch so, dass die Blender-interne Render-Engine halt nicht so mächtig war, also die Wirklichkeit abzubilden war extrem schwierig, aber wenn man sich anschaut, was zurzeit möglich ist mit dieser neuen Cycles Render-Engine, die ist jetzt seit 2002 in Entwicklung, dann glaube ich, kann man schon erkennen, dass das Paket mächtig genug ist und um einen Eindruck davon zu vermitteln, was möglich ist, möchte ich in aller Kürze diesen aktuellen Demo-Reel spielen. Da gibt es zwar einen Sound dazu, aber das ist jetzt 100% in Blender entstanden. Man sieht schon, Fotorealismus ist durchaus ein Thema. Ja, ein kurzer Zusammenschnitt, das waren jetzt 1,5 Minuten, ich glaube, da liegen locker 100.000 Stunden Arbeit drin, in Summe. Aber was es zeigen soll, ist, das Werkzeug ist hochprofessionell, es spielt mittlerweile durchaus in der Profiliga mit. Ja, vor ein paar Jahren war das vielleicht noch nicht so. Es gibt sehr viele Entwickler, die sich darum kümmern, dass der aktuelle Stand gehalten wird und es bewegt sich auch sehr viel in der gesamten Szene. Ja, deshalb
möchte eben so ein bisschen einen Querschlag machen über das gesamte Thema. Ein bisschen auf die Community, auf das Umfeld im Blender eingehen, kurz die neuen Features oder die neuen darf ich fast nicht sagen, weil es tut sich so viel einige der neuen Features vorstellen. Und zum Schluss eben so eine Art, entweder wir machen so einen Quickstart, also die ersten 10 Minuten im Blender oder die erste Viertelstunde im Blender kann sehr anstrengend sein, weil halt sehr viele Dinge anders als in anderen Softwarepaketen gelöst sind. Also da, der Einstieg ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das wäre sinnvoll, sowas zu machen. Oder eben ein paar kleine Demos da, die wir vielleicht anschauen können und da ein bisschen herum experimentieren. Wenn man sich anschaut, aus der Geschichte her war es ja so, dass Blender ursprünglich ein Inhouse-Programm von einer kommerziellen Firma war. Das war quasi eine Werbeagentur, Not a Number, die sich das entwickelt haben, haben da begonnen, Lizenzen zu verkaufen und wollten in diesen 3D-Markt mit einem ganz normalen Lizenzmodell hinein. Haben aber gemerkt, dass das nicht so einfach ist. Die Anzahl der verkauften Lizenzen hat nicht ausgereicht als Geschäftsmodell und haben dann der Community angeboten, den Source-Code von Blender freizukaufen. Das war quasi ein Crowdfunding-Projekt, bevor es den Begriff in der Form noch gegeben hat. Die Lizenznehmer, also hauptsächlich die Kunden von dem damaligen Paket, haben da dann dementsprechend gespendet. Die Investoren, die die ursprünglichen Geldgeber waren, sind damit ausgelöst worden und Blender ist frei geworden, frei für jeden. Organisiert ist das Ganze so, dass es eine Blender Foundation gibt, die sitzt in den Niederlanden, das ist eine Stiftung, die mehr oder weniger nur das Copyright hält. Sämtliche Contributions, die stattfinden, gehen quasi an die Blender Foundation. Die Foundation selber hat jetzt ein Institut gegründet, das quasi die tägliche Arbeit und die Entwicklungsarbeit koordiniert. Das Blender-Institut hat einen physischen Raum, ist nicht gar so groß, aber es gibt ein paar Arbeitsplätze vor Ort. Und die sitzen eben in den Niederlanden und koordinieren die Entwicklung. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist auch ganz interessant. Es werden regelmäßig Open Movies erstellt. Das heißt, das Blender-Institut lädt Künstler ein, lädt einen Regisseur dazu ein, Leute, die animieren können, die modellieren können, organisieren jemanden, der den Sound macht und entsprechende Entwickler dazu, weil das immer quasi Hand in Hand geht mit den neuen Features und die machen dann einen Open Movie. Derer hat schon einige gegeben. Auf der nächsten Folienseite gehe ich dann noch ein bisschen im Detail drauf ein. Das Blender-Institut hat auch einen Developer-Fund aufgelegt, wo man aus Spendenerlösen Beträge reserviert, die man quasi für die Entwicklung zur Verfügung stellt. Und es passiert immer wieder, dass Leute, die in der Community schon aktiv sind und irgendein Projekt betreiben, dann aus diesem Fonds Gelder bekommen, um halt ihre Arbeit weiterzusetzen. Und ich meine, das ist kein Vermögen im Vergleich zu Adobe oder Autodesk oder sonstigen Dingen, sind die Geldbeträge natürlich minimal. Aber zurzeit sind es knapp über 4.000 Euro, die monatlich ausgezahlt werden, um Entwickler eben in dem zu unterstützen, was sie freiwillig eh schon machen in den meisten Fällen. Ja. Aber es gab ein ganz interessantes Modell, das sich für andere Softwarepakete, glaube ich, auch auszahlen würde. Die Bereitschaft der Community, Dinge zu finanzieren, ist durchaus da. Und Blender hat halt den Vorteil, dass neue Releases millionenfach heruntergeladen und verwendet werden und dementsprechend ist eine breite Basis da, um auch finanziell etwas machen zu können. Das Institut organisiert auch so offizielle oder die Erstellung von offiziellen Lernmaterial, Tutorials und ähnlichen und da gibt es jetzt seit relativ kurzem die Blender Cloud, im Hintergrund auf. Das ist nichts anderes als ein Webservice, auf dem man die aktuellen Projekte dokumentiert und wo man sich als Benutzer für einen relativ geringen Betrag, ich glaube es sind 9 Euro oder 7, muss ich anschauen. Es sind 10 Euro, ein Vermögen. Aber man braucht sich nicht lange binden, man kann sich quasi den Zugang einmal holen und hat dann Zugriff zu allem, was die Blender Foundation generiert an Open Movies. Also wenn man sich die Projekte anschaut, gibt es einfach eine riesenlange Liste
die eben diese Open Movies sind. Und in der Cloud kann man sich dann erstens kann man den Künstlern und den Entwicklern zusehen, wie der neue Film entsteht. Das heißt, man kann wirklich wöchentlich nachsehen, was die Leute denn dazu gemacht haben. Und man hat Zugriff auf das gesamte Original-Bildmaterial. Also zum Beispiel bei Tears of Steel, das war ein Open-Movie-Projekt, das hauptsächlich um die Videobearbeitung gegangen ist, gibt es da wirklich gigabyteweise Videos, die in einem Greenscreen-Verfahren aufgenommen worden sind, in höchster Qualität. Und man kann sich quasi aus der Cloud solches Material holen, um eben eigene Arbeiten damit durchzuführen, beziehungsweise auch zu experimentieren. Oft ist es ja nicht einmal einfach, das entsprechende Videomaterial zu bekommen, um die richtige Qualität zu haben, um Features auszuprobieren. Also die Cloud kann man sehr empfehlen. Wie gesagt, es ist günstig. Wenn man sich einmal anmeldet, hat man Zugang zu allem Material, das da drinnen ist. Und ist zum Lernen ganz okay. Und was ebenfalls relativ neu ist, ist das Blender Network. Lange Zeit ist es Blender ja so gegangen, dass die Profis in der Szene Blender belächelt haben, ja, weil halt Open Source und nichts wirklich perfekt umgesetzt und manche Dinge halt umständlich. Mittlerweile hat sich ein ordentlicher Markt etabliert für Leute, die mit Blender arbeiten können. Und im Blender Network gibt es die Möglichkeit auch, schauen wir mal, wer da in den Austria. Ja, wenn es zusammenbringt, super ist. Gibt es also einen ordentlichen Markt von 100 Details und 100 Details? Aber man kann quasi suchen, man kann sich einen Spezialisten für das Fach suchen, das man in Blender umgesetzt haben möchte und sich die entsprechenden Leute einfach kontaktieren und mit denen arbeiten. Übrigens, zwei davon sind in Graz. Gerhard Sprung und Phil Bosch. Gerhard Sprung unterrichtet im Haus, also im Haus glaube ich nicht, sondern gegenüber, der ist bei den Messedesignern. Da wird Blender im Unterricht verwendet, um Messestände zu planen. Und der zweite, Phil Bosch ist ebenfalls in Graz, der ist quasi selbstständig als 3D-Artist. Und diese Professionalisierung ist wirklich spannend, weil selbst der Tom Rosenthal, also einer der Gründer von Blender, hat bei der letzten Konferenz erzählt, Blender geht seit 10 Jahren zum Beispiel auf die SIGGRAPH, das ist die größte Messe für Computergrafik. Und hat dort immer schon einen Stand gehabt und sind immer Interessierte vorbeigekommen, aber eben es war die Open Source Community und die Profis waren irgendwie getrennt. Bei der letzten SIGGRAPH hat es dann offizielle Einladungen von Disney gegeben, sich die Studios dort anzusehen. Die Open Movies sind in einer Abendvorführung bei Disney gezeigt worden. Und also die Industrie merkt halt, dass die Fähigkeiten, die man sich mit dem Programm erarbeiten kann, durchaus wertvoll sind und auch für Nachwuchs waren. Ja, das ist so ein bisschen das offizielle Ökosystem rund um Blender. Die Open Movies habe ich schon angesprochen. Wer kennt keinen der drei Filme hier? Ja, ein paar. Es dauert ein bisschen zu lange, die Dinge jetzt anzuschauen, aber es sind drei sehr unterschiedliche Filme. Also der Cosmic Landromat war der Versuch, im Blender-Institut einen abendfüllenden Film zu finanzieren. Das wird dann immer ausgerufen, es gibt Crowdfunding, um die Dinge unterstützen zu können. Und leider ist der Betrag, der ursprünglich gesammelt werden sollte, nicht zusammengekommen und deswegen hat man halt eine Kurzversion gemacht. Also der Film ist wieder, ich glaube so um die 12 Minuten lang, also der abendfüllende Blender-Film ist es nicht geworden, aber der ist jetzt in der Mache. Es gibt einen holländischen Comiczeichner, der einen Geheimagenten zeichnet seit ewigen Zeiten und die sind jetzt gerade dabei, den ersten abendfüllenden Film zu machen, wobei das nicht ganz stimmt, weil es gibt ein brasilianisches Animationsstudio, die vor 3 oder 4 Jahren schon einen 90-Minüter im Blender produziert haben und den auch in die Kinos gebracht haben. Also das ist sozusagen die erste Variante, die vom Blender ins Institut kommt. Aussehen. Ja, also auch das war was, 3D im Web ist noch nicht so alt.
So, wenn ich zeitlich schon wieder viel zu weit bin. Das aktuelle Release ist das 2.77a. Die kleinen Buchstaben bei Blender heißen immer, das ist ein reines Bugfix-Release. Auch da hat sich sehr viel getan, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Dinge dokumentiert werden, haben die letzten 2-3 Jahre in Blender Unglaubliches gebracht. Das offizielle Manual ist überarbeitet worden, hat jetzt einen Stil und ist aktuell. Neue Features, die entwickelt werden, kommen erst in den Master hinein, wenn es auch eine dementsprechende Dokumentation gibt. Alles das Sachen, die nicht selbstverständlich sind in Open Source Projekten. Was sind die Themen? Das von mir schon angesprochene Rendering, der Cycles Renderer, ist ein Projekt, das es schon relativ lange gibt, seit Blender 2.6.1, aber erst jetzt wirklich voll durchschlagt und auch wirklich gut wird. Also das Ganze ist ein Node-basierter physikalischer Renderer, das heißt, man versucht wirklich die Physik der Dinge so abzubilden, dass man im Blender das in dieser Form nachbaut. Das Ganze ist Node-basierend, das heißt, eigentlich funktioniert das wie einfach mit digitalem Signal-Processing. Man hat Knoten, die man miteinander verknüpft und so zu den entsprechenden Effekten kommt. Mittlerweile werden GPUs ganz gut unterstützt, also bis vor, ich hätte mal gesagt, ein Dreivierteljahr war da eigentlich nur Nvidia mit den CUDA-Karten wirklich unterstützt. Mittlerweile sind die aktuellen Intel-GPUs unterstützt und auch AMD hat erkannt, dass das vielleicht durchaus am Markt ist. Da gibt es also jetzt auch bei AMD-Leute, die da dafür sorgen, dass Blender die Dinge unterstützt. Wer sich also für Blender einen Rechner kauft, sollte tunlichst zuvor überprüfen, ob die Grafikkarte, die da drinnen steckt, auch von Blender unterstützt wird. Es ist ein Open-Source-Projekt, nicht alles funktioniert, aber macht Sinn. Ja, die Features, die da zuletzt hineingekommen sind, sind eben Motion Blur, das heißt, wenn sich... Ja? Ich wollte nur kurz mal anmerken, wenn man es am Laptop rendert, dann geht das mit der Onboard-Grafikkarte. Ja genau, das ist richtig. Also da wichtig, man braucht nicht eine dedizierte GPU, sondern man kann die meisten Dinge auch mit der normalen CPU rechnen. Aber eben, es gibt einen Geschwindigkeitsunterschied, wenn man dedizierte Grafikkarte zur Verfügung hat, zahlt sich das aus. Also zahlt sich aus, sprich Faktor 100 teilweise schneller, wenn man es auf der Grafikkarte rechnen kann. Aber das, danke für den Input. Die Features, die da zuletzt gekommen sind, waren eben Motion Blur, das heißt, wenn ein Objekt sich sehr schnell bewegt in einer Videoszene, ist es irgendwie verschwommen. Zumindest wenn man klassische Filmkameras verwendet, entsteht ein verwaschenes Bild und in der Computergrafik baut man das nach. Ja? Also das ist durchaus wünschenswert, um ähnliche Ergebnisse wie aus der Wirklichkeit zu bekommen, kann man das verwenden. Feuer und Rauch funktionieren jetzt eben auch auf den GPUs. Auf den CPUs hat man das schon länger können. Auch das ist machbar. Ja, wie gesagt, Nvidia aktuelle Generation und AMD-GPUs sind ebenfalls unterstützt. Das Bild, das ich darunter genommen habe, ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber da geht es um Subsurface Scattering. Das sind durchscheinende Materialien. Der Mensch hat zum Beispiel am Ohr, sieht man das, da ist etwas ein bisschen heller, als man das hätte, wenn das ein Material wäre, das komplett abdunkelt. Und das ist eben ein Feature, das jetzt ebenfalls auf den GPUs vernünftig nachgestellt werden kann. Neben diesem realistischen Renderer, dem Cycles Renderer, gibt es auch Non-Realistic Renderer. Wenn man sich sowas anschaut, ein bisschen vergrößert, sieht man sofort, was die Idee dahinter ist. Dieser Renderer verwendet eigentlich nur die Mesh-Topologie, das heißt eigentlich nur die Oberfläche der entsprechenden 3D-Objekte und die Tiefeninformation, um daraus dann Linien, Konturen, Schraffuren und Ähnliches zu erzeugen. Und das Beispiel glaube ich, zeigt klar, dass da eben komplett andere Stile erreicht werden, wie mit dem realistischen Renderer. Was daran so spannend ist, ist, dass darauf aufsetzend auch ein vernünftiger SVG-Export da ist. Das heißt, auch für komplexere 3D
3D-Modelle lassen sich jetzt ganz leichte SVG-Daten, das ist ein einfaches Vektorformat, exportieren, was manchmal ganz praktisch sein kann, wenn man eher, sag ich mal, technisch angehauchte Ergebnisse haben möchte. Ja, also das ist eine nette Sache. Ein weiteres Feature, das eher ja, komische Entstehungsgeschichte hat, ist der Grease Pencil. Der ist ursprünglich gekommen, um quasi mit dem Stift oder dem Tablet einfach einmal Notizen auf die 3D-Animation zu hinterlegen. Das kann man während dem Reden vielleicht ein, damit man sieht, wie das in etwa ausschaut. Das Feature ist dann immer größer geworden und mittlerweile ist es soweit, dass man eigentlich mit dem Stift zeichnen kann. Man sieht also, das sind wirklich handgezeichnete Informationen, die dann auf Ebenen einfach hinterlegt werden und ebenfalls animiert werden können. Schaut ebenfalls wieder ganz nett aus, würde man nie sagen, dass das eine gerenderte Computergrafik ist, ja, in dem Stil schaut eher handgezeichnet aus. Wenn man da ein bisschen vortut, sieht man auch, wie man im Blender damit arbeitet. Ich muss sagen, ich liebe dieses Feature. Ich wollte eigentlich auch mein Tablet mitnehmen und das zeigen, dass das ganz gut funktioniert. Da habe ich mir das leider letzte Woche abgeschossen. Insofern kann ich das Zeit nicht herzeigen. Aber das ist ideal, um zum Beispiel mal Storyboards zu machen. Man kann, ohne dass man die gesamte Vorstellung von der Animation hat, nicht arbeiten. Und das ist eine feine Möglichkeit, sich einfach mal über den Zeitverlauf einfache Skizzen zu machen, zu zeichnen, zu schauen, ob das Storytelling funktioniert und das so weit herzurichten, dass man einfach eine Vorstellung davon bekommt, wie die Animation läuft. Ja, also die Animation ist von Pepeland, das ist eine Animationsschule in Spanien, die Blender unterrichten. Der ist schon auch ein bisschen erwissert, muss man sagen, der kann das halt mit 3-4 Strichen Gesichtsausdrücke rüberzubringen und ähnliches. Aber eben eine völlig andere Art im Blender zu arbeiten, die vor ein paar Jahren einfach noch nicht möglich war. Das ist nicht gegangen. Und hat auch eine viel niedrigere Einstiegsschwelle, sage ich mal, um das zu lernen. Man muss sich technisch nicht mit so vielen Dingen beschäftigen, wenn man einfach zeichnet. Also auch da gibt es einfach neue Trends, sage ich mal, oder neue Bereiche. So. Ja, und sonst das Ganze rundherum. Blender hat öfter mal den Vorwurf bekommen, dass das User-Interface schrecklich ist. Ja, einfach Mist, weil es halt anders ausschaut wie alles andere. Ich bin ehrlich gesagt genau der gegenteiligen Meinung. Ein User-Interface, das so cool ist wie das von Blender, kann man selbst bei kommerzieller Software suchen. Mag sein, dass es anders ausschaut als andere Pakete, aber es hat seinen Zweck, es hat seinen Grund. Und vor allem die Integration für Entwickler ist einfach unglaublich. Also ich kenne kein anderes Paket, das derartig fein selbst anpassbar ist, logisch sich selbst erarbeitbar. Also man kann mit der Maus über einen Button fahren, für die Entwickler ist das spannend, sieht, wie dieser Button der Code ansprechbar ist. Jedes einzelne Element über die Nutzeroberfläche ist animierbar. Das heißt, ich kann über jeden Button einen Keyframe setzen, können wir uns dann vielleicht im Detail anschauen und zum Beispiel bei der Farbe sagen, naja, auf meinem Frame 100, also auf dem Bild 100, hätte ich da gern blau hinterlegt, ich hinterlege das als Keyframe, und auf 120 hätte ich dann gern grün hinterlegt. Blender macht automatisch die Animation dazwischen, feine Sache. Die aktuelle Python-Version ist im Blender hinterlegt, das heißt auch da ist man nicht hinten, das war lange ein bisschen ein Hinkeschuh, dass die Umstellung von Python 2 auf Python 3 halt nicht so einfach war, weil man sehr viele Bibliotheken gebraucht hat, das ist gegessen und die aktuellste Version wird mit ausgeliefert. Neu im Blender sind auch Py-Menus, bisher war es so, dass man, wenn man Hotkeys kannte, eigentlich immer außerhalb des Arbeitskontextes Fenster aufgingen oder Bereiche aufgingen. Jetzt gibt es diese Py-Menüs, die direkt dort, wo der Cursor steht, aufspringen und man kann quasi mit der Maus einfach in die richtige Richtung fahren und das entsprechende Menü auswählen. Und diese Themen sind erst der Anfang. Die nächsten Releases oder
nächste das 2.8er wird, aber der Workflow für das 2.8er Release hat schon begonnen und das wird das Workflow Release, sprich man wird ganz viele Dinge wie Assistenten einbauen, die das Arbeiten erleichtern, man wird die grafische Benutzeroberfläche noch weiter schärfen. Es ist ganz lang schon in Diskussion, ob es eine Einsteigerversion von Blender geben sollte, der die ganzen komplexen Funktionen weggibt, ja, also dass man nur einfach arbeiten kann. Da gibt es Riesenstreit zwischen den verschiedenen Lagern. Ja. Ob das eine künstliche Vereinfachung ist, die nichts bringt, oder doch. Und eben ein Riesenthema ist die Viewport Integration. Das heißt, dass mein Arbeitsbereich, mit dem ich arbeite, der war bis jetzt eher sträflich vernachlässigt, sage ich mal. Die ganzen Informationen, die bisher außen rumgelegen sind, wieder in das Viewport hinein wandern, sodass ich rein mit dem Auge nicht hin und her schauen muss und auch die Maus nicht verwenden muss, um hin und her zu schauen. So, ich habe viel zu lange gebraucht, deswegen Frage, Kickstart oder Hands on Topic. Ich hätte ein paar Demo-Dateien noch irgendwie zum Herzeigen. Wir könnten uns speziellere Themen anschauen. Zurzeit ist zum Beispiel Virtual Reality ein Riesenthema. Diese Oculus Rift und HTC und wie die alle heißen, kommen daher. Und natürlich kann man mit Blender dafür Inhalte machen. Ja, relativ einfach sogar. Weiß nicht, wie man es angeht. Machen wir mal Folgendes. Bis jetzt waren ja nur Folien. Wenn ich meinen Blender finde, schauen wir uns mal an, wie das in Wirklichkeit ausschaut. Wenn man Blender aufmacht, sieht das so aus. Soll ich ein Quick-Intro einfach anfangen? Ich glaube, das ist das Allerschlaueste. Blender ist aufgeteilt in mehrere Rechtecke, in die sogenannten Areas. Dort kann man jeweils ziehen, das heißt, man sieht, diese Rechtecke teilen einmal den Bildschirm auf in verschiedene Bereiche. Der gesamte Bereich nennt sich dann Screen Layout und derer gibt es viele. Je nachdem, was ich im Blender mache, richte ich mir ein Screen Layout her, das genau für meinen Fall passt. Also wenn ich zum Beispiel Compositing mache, sieht es anders aus, als wenn ich Motion Tracking mache, UV-Editing und so weiter. Ich gehe mal aufs Default. Ich kann diese Dinge jetzt auch selber sehr leicht für mich herrichten. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte eine Kopie von diesem Default machen. Die benenne ich jetzt GLD für die ganzen Linux-Tage und passe mir was an. Zum Beispiel an jeder Ecke in diesen Screen Layouts kann ich quasi das Layout wieder splitten. Ich habe jetzt zwei Fenster daraus gemacht und könnte mir hier was anderes anzeigen lassen. Zum Beispiel könnte ich mir parallel dazu den Node-Editor anzeigen lassen. Ja? Genauso kann ich diese Bereiche mit der rechten Maustaste Join wieder vereinen. Ja, wenn ich den unteren nach oben ziehe und hier klicke, bin ich wieder hier. In der Default-Ansicht habe ich jetzt zunächst einmal den 3D-Raum. Da kann ich mit der mittleren Maustaste einmal rotieren, beziehungsweise mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Der Default ist es so, dass im Blender die rechte Maustaste verwendet wird, um was zu selektieren. Das ist schon mal der erste Stolperstein. Ja, ich glaube, jeder, der im Blender anfängt, öffnet es und versucht dann die Lampe zu markieren oder irgendwas zu markieren mit der linken Taste. Ja. Und das Einzige, was sich da bewegt, ist der 3D-Cursor, aber ich kann nichts auswählen, ja, weil rechte Maustaste wählt aus. Lasst sich übrigens in den Settings mittlerweile auch ändern, also wer es unbedingt haben möchte, kann es ändern. Sollt allerdings wissen, dass halt jedes Tutorial, das man sich anschaut, dann immer sagt, drücken Sie die rechte Maustaste und man muss halt dann umdrehen. Ja, das war jetzt einmal das prinzipielle Screen Layout. Von den Bereichen, die es gibt, ist es so, dass es zum einen quasi den Organizer gibt, der zeigt mir, welche Objekte sind in meiner 3D-Welt. Darunter habe ich quasi die einzelnen Bereiche. Ich könnte mich zum Beispiel auf die Kamera stellen und hier Kamera-Detaildaten angeben. Man sieht schon sehr, sehr viele Einstellungen. Oder ich kann mich auf das 3D-Objekt stellen und dem ein Material zuordnen. Macht er das auch in dem Fall schon an, nehmen wir eine einfache Farbe. Wobei, Achtung, zurzeit befinden wir uns im Standard-Blender-Renderer, nicht dem modernen Cycles-Renderer. Der funktioniert ein bisschen anders. Der Cycles-Renderer, kurz hergezeigt, funktioniert so, dass ich sage, ich möchte Nodes verwenden und kann mir dann, im Nodes-Editor quasi mit solchen Bausteinen zusammenbauen, wie mein Material denn aussieht. Das führt
führt dazu, dass man noch das zeigen kann. Wenn man das kurz rendert oder kurz anrendert, das ist jetzt ein Material, das jemand gemacht hat und zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, ich nehme da etwas raus. Der beginnt halt jetzt zu rendern und das ist halt so ein leuchtendes Metall. Ja? Ein bisschen so wie glühendes irgendwas aus. Ich brich das ab, weil das könnte noch sehr lange dauern, dieses Rendern. Und stattdessen schauen wir uns an, wie dieses Material organisiert ist. Das ist jetzt über solche Knoten organisiert, wo ich im Prinzip ganz hinten jeweils den Output habe, also das, was da rauskommt, ist dann das, was im Bild verwendet wird, um die Darstellung zu machen. Und ich habe aber dazwischen sehr komplexe Knoten, wobei die noch gar nicht so komplex sind, wie sie in Wirklichkeit sind, weil wenn ich mit Tab da reingehe, sehe ich, dass die sich in Wirklichkeit noch einmal aus viel komplexeren Dingen zusammenstellen. Also da kann man sich schon vorstellen, allein für das Materialbauen kann man viel Zeit im Blender verbringen. Ja. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, ich bin zeitlich wieder komplett falsch, möchte ich noch eines herzeigen, und zwar es gibt ein sehr schönes Beispiel für die Game Engine. Da hat sich jemand gespielt mit der Darstellung von Wasser und der Sonne. Also da sieht man Wasser, die Sonne kann ich mit der Maus bewegen, ja, also wenn ich die Maus drücke, kann ich mit der Sonne da hinfahren und halt verschiedene Stimmungen irgendwie einfangen. Und was mir bei dem immer so gefällt ist, wenn man dann ins Wasser marschiert, hat man erstens einmal natürlich das Ganze auf Unterwasser, also auch da kann ich die Sonne bewegen, aber noch cooler ist, wenn man wieder rausgeht. Hat man das kurz gesehen, diese Tropfenbildung? Also dann geht quasi von der Taucherbrille da noch ein bisschen Wasser runter, aber das ist eben so der aktuelle Stand, was sich machen lassen. Die Game Engine oder die Spieleentwickler wissen vielleicht, dass sie mit OpenCL auch direkt Shader programmieren kann und mir meine eigenen Effekte zusammenstellen. Ich merke, dass ich zeitlich viel zu knapp war, deswegen mache ich jetzt kurz Schluss, weil ein paar Minuten haben wir noch kurz Fragen. Keine Fragen. Das zu schneiden. Ausprobiert, weil also mein Tipp wäre YouTube, Blender, STL Cut. Bringt mit ziemlicher Sicherheit ein Video, wo man die Schneidefunktion, die hast du mir witzigerweise K im Blender, wie Cut. Bringt ein Sondermenü, das haben dann die Möglichkeit, bietet, in welcher Form man schneiden kann. Wie bitte? Für Knife. Ja genau, für Knife, Entschuldige. Knife ist nicht Cut, sondern Knife. Aber ich weiß, dass es sehr schwer ist, die Blender einfach loszulegen oder bestimmte Aufgabe zu machen, weil halt ganz viel zusammengehört, um das dann wirklich durchzuführen. Ich möchte jedem, der Interesse hat an Blender, einfach ans Herz legen, sich die Zeit zu nehmen und da einzutauchen. Die Lernkurve am Anfang ist einfach steil. Das ist einfach so. Wenn man mit 3D nichts oder wenig zu tun gehabt hat, ist es noch schwieriger, aber ich glaube, es zahlt sich aus. Und eben, wer Interesse hat, bitte einfach in die Blender User Group schauen. Wir treffen uns im Spital in einem Monat. Das ist eine Frage. Der Blender-Renderer ist 15 Jahre alt ungefähr und war noch nicht physik-based, also der faked wirklich die meisten Dinge. Der Cycles-Renderer hat, wie wir gerade gesehen haben, die Möglichkeit mit Node-Setup selbst zu bestimmen, wie denn die Ergebnisse ausschauen sollen. Mit Shift-A lassen sich einzelne Knoten erstellen und eben mit Logikoperationen, teilweise reicht es, wenn man Dinge addiert, ja, lassen sich die Kombinationen erstellen. Ja, genau. Ja.
Wobei die Blender Game Engine ist noch nicht Nodes-basiert. Ich glaube, das wird, also es gibt so Logic-Bricks, aber die lassen sich noch nicht wirklich, weil der Vorteil bei Nodes ist ja, man kann tausende oder hunderte Nodes hintereinander setzen. Die Game Engine ist noch relativ starr. Aber das wird in der Version 2 auch. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wir haben öfter im Realraum bzw. bei den aktuellen Game Jams Workshops gemacht, wo man sich dann einfach einsetzen kann und eben so die ersten Schritte irgendwie erledigen. Aber zurzeit keine Termine. Tablet-Millionär, wo man das Tablet hat und den Monitor getrennt. Ja, also da ist es meistens hilfreich, wenn man den Stift nicht aufsetzt, sondern einen Millimeter über den Punkt haltet, dann hat man zumindest das Fadenkreuz wieder am Bildschirm. Ja. Und was ich empfehlen kann, wenn das Thema ist, ein Tablet zu nehmen, wo man wirklich am Tablet zeichnen kann. Ich habe sowohl diese Wacom-Tablets gehabt zum Zeichnen, habe aber jetzt ein Tablet, auf dem ich direkt physisch zeichnen kann und das ist kein Vergleich. Ja. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche weiterhin auf den nächsten.